Hallo Klickenabendler, wir sind auf dem Herner Spiele Wahnsinn. Noch ist hier sehr ruhig, weil wir noch vor Messebeginn da sind. Neben mir ist der Michael. Lou, hi. Genau, richtig. Hallo. Hallo. Du hast, glaube ich, noch gar kein Spiel veröffentlicht, oder? Nee, das ist jetzt könnte jetzt meine erste Veröffentlichung sein beim PD Verlag und ist auch meine erste Spielidee, deswegen eine Herzensangelegenheit. Wie heißt denn das Spiel? Es hat momentan noch einen Arbeitstitel, Bank Rush heißt es momentan. Aber wir müssen wahrscheinlich unseren alternativen Namen ausdenken, weil es das leider schon als App-Spiel gibt. Verstehe, okay. Und für wie viele Personen ist es? 2 bis 5 Personen und es ist ein kooperatives Spiel. Ein kooperatives Spiel, okay. Ich bin gespannt. Also um was geht es thematisch? Rauben wir die Bank aus? Oder? Ja, also das ist schon mal gut, dass die Illustration hier funktioniert hat. Es ist ein Bankräuber-Thema und wir sind jetzt sozusagen die schlechte Seite. Wir sind die Bankräuber und sind auf der Flucht vor der Polizei. Und das Ziel des Spiels ist es, dass wir mit unserer Spielfigur den sicheren Flughafen erreichen. Und wir müssen dabei verhindern, dass uns die Polizeifigur jemals einholt. Weil wenn das einmal geschehen ist, dann haben wir die Partie leider verloren. Okay, dann ist natürlich die Frage, wie es funktioniert. Genau, und auf dem Weg sozusagen zum Flughafen auf der Flucht rauben wir mal eben noch viele Banken aus, weil wir es einfach können. Ja, und darum geht es eigentlich in dem Spiel. Wir rauben eigentlich einen Bankraum nach dem nächsten aus. Mhm. Und der anfängt, nehmen wir an, du würdest jetzt anfangen, dann wärst du immer der Boss. Und die anderen Spieler würden die Komplizen sein. Und als Boss hast du das Privileg, dass du entscheiden kannst, in welche Bank wollen wir jetzt erstes gehen. Dann würdest du zum Beispiel sagen, lass uns doch zu dieser großen Bank, die Bankettbank gehen. Und dann würdest du dir einen Stapel aussuchen, einen Tresorenstapel. Und den packst du dann heimlich hinter deinem Bänkchen. So, jetzt kann ich mal gleich ein Beispiel zeigen. Nehmen wir mal an, du hast jetzt die Bank gezogen. Dann wüsstest du als Einziger, weil du ja der Chef bist, welche Werkzeuge dein Team, deine Komplizen dir geben müssen, damit die jeweiligen Tresore geknackt werden. In diesem Beispiel sieht man jetzt hier, wir brauchen 2 Dynamitstangen für den Tresor, nochmal 2 Dynamitstangen, einmal Säure, hier auch nochmal Säure und bei dem Tresor nochmal zusätzlich 2 Ramböcke. Wenn du diese Karten, das sind hier diese Werkzeugkarten, von uns erhältst, dann hätten wir beide Tresore geknackt. Das Problem an dem Spiel ist, bevor du als Chef die Chance hattest, uns Komplizen das mitzuteilen, sind wir leider schon in die Bank reingestürmt. Ja, das heißt, du stehst draußen vor der Bank und wir sind in der Bank. Und die Kommunikation ist in diesem Spiel eingeschränkt. Das klappt nur über diese Kommunikationskarten. Okay. Ne, und ich kann mal kurz einige vorstellen. Du könntest als Chef zum Beispiel diese Karte benutzen. Dann liest du es einfach vor. Ihr braucht das Werkzeug Dynamit zum Beispiel. Und dann würdest du es umdrehen. Oder es gibt die Hinweiskarte, ihr braucht das Werkzeug. Kann ich mal gucken, es gibt in diesem Spiel 7 zur Auswahl. Stethoskop nicht. Und so gibt es verschiedene Hinweise und die sind aber niemals, geben niemals die volle Information über die benötigte Kombination. Wenn ich jetzt zum Beispiel Dynamit gesagt habe, wissen Sie ja die Anzahl nicht oder was Sie noch brauchen. Genau, richtig. Ja. Es gibt natürlich auch Informationen, die eine Zahl sozusagen als Information weitergeben. Und deine Aufgabe als Chef ist es immer abzuwägen, wann setze ich die Hinweiskarte ein, weil je nach Zeitpunkt kann sie mal einen größeren Tipp geben und mal einen kleineren Tipp geben. Und wir Komplizen haben die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir dir nicht zu viele falsche Karten geben, weil es gibt ein Limit. Jede Bank hat ein Alarmsystem, das ist hier, mit 4 Faktoren und das sind eigentlich nur, das sind 4 Spielbedingungen, unter denen wir spielen müssen. Ich kann mal eine vorstellen, die rote zum Beispiel, die aktuell auf 5 steht, bedeutet, wir dürfen dir als Komplizen maximal 5 falsche Werkzeuge geben. Sobald wir dir die 6. falsche geben, ist das Spiel sozusagen, ist der Bankraub für uns abgeschlossen und es kommt zur Wertung, wo wir dann gucken, wie viele Schritte dürfen wir nach vorne laufen, wie viele Schritte darf der Polizist nach vorne laufen. Und natürlich ist das so, je mehr Tresore wir geknackt haben, desto mehr Schritte dürfen wir gehen, je weniger wir geknackt haben, desto mehr darf die Polizei gehen. Und wahrscheinlich ist auch eins der Limits, ich darf da, wenn ich die Karten benutze, wenn ich die zu oft benutze, geht auch die Alarmanlage wahrscheinlich los. Das gibt es nicht. Also der Konflikt ist ja eigentlich, dass die Informationen begrenzt sind. Ihr müsst eigentlich sozusagen, der Chef muss immer mit diesen 6 Hinweiskarten irgendwie auskommen. Manchmal muss man die auch bezahlen, um die wieder sozusagen reaktivieren zu dürfen. Es gibt einen Faktor, der unsere Handkarten der Komplizen immer weiter reduziert, sodass wir keine Auswahl haben. Und die letzte ist die Anzahl der Karten, die der Komplize, die Komplizen dem Chef immer geben müssen, kann wachsen und das ist immer schlecht für dich, wenn du auf einen Schlag immer ganz viele Karten bekommst. Ne, das ist jetzt so grob der Ablauf, man spielt mal einen Bankraub nach dem nächsten, die Rolle wechselt auch, das heißt, wenn du dann fertig bist, dann ist der nächste Spieler dran und der wird dann
geht in die Rolle des Chefs und dann sind wir die anderen, die Komplizen. Und die Spieleranzahl war Minimum wahrscheinlich 2 oder 3? Genau, 3, ne? 2, genau, 2 funktioniert zum Glück außerordentlich gut, ja, kann man gar nicht denken, aber es klappt eigentlich ganz gut und es ist bis zu 5 Personen spielbar. Genau, also es ist ein deduktives Spiel. Ne? Man muss halt abwägen, okay, mit den Informationen, die man dann bekommt, muss man überlegen, okay, was fange ich damit an? Habe ich das richtig interpretiert? Ne? Und manchmal kann es auch sein, dass man es doch falsch interpretiert, dann gibt man dir vielleicht doch nochmal eine Karte, die du genau nicht brauchst und dann löst das doch die Alarmanlage aus. Also eigentlich ist das soll es ein humorvolles Spiel sein, ne? Nicht ernst zu nehmen. Man sieht das natürlich auch an den Werkzeugen, dass wir sehr außergewöhnlich sind, was wir so im Rucksack haben. Und genau, das ist so grob. Das Spiel eigentlich. Das heißt, wir haben hier sogar, glaube ich, das erste kooperative Spiel vom PD-Verlag und das erste humoristische Spiel beim PD-Verlag. Ja, richtig, richtig. Der eher für komplexe strategische Spiele bekannt ist. Genau, also ich... Du lockerst das jetzt etwas auf. Ja, ich habe mich auch sehr gewundert, ne? Und freue mich natürlich trotzdem, dass ich die Chance vom PD-Verlag bekommen habe und dass ich da jetzt sozusagen den Programmpunkt da ein bisschen erweitern darf. Ne? Das ist, finde ich schon super. Und geplant ist es, glaube ich, für Q4, oder? Ne? Also für Oktober. Ja, das ist unser Ziel. Ne? Wir haben jetzt nochmal die Veranstaltung hier nochmal genutzt, um die letzten Feedbacks zu bekommen, um nochmal ein Bauchgefühl zu bekommen. Ne? Und ich werde dann nochmal hier mit dem Peter gleich nochmal sozusagen Fazit ziehen. Und wenn das Bauchgefühl gut ist, dann hoffen wir, dass wir es in Essen dann sozusagen veröffentlichen können. Das wäre natürlich cool. Dann sehen wir uns spätestens im Oktober in Essen mit deinem fertigen Spiel. Ja, sehr gerne. Komm gerne vorbei. Na, dann spielen wir eine Partie. Machen wir. Super. Okay. Ciao. Ciao.